Servus meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. It's about time. Ich bin euer Arcadia Supreme, denkt immer dran, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise kommentiert immer fleißig und abonniert, wenn euch das Video gefällt, um immer aktuell zu sein und auch Teil der Arcadia Community zu werden. Blablabla. Gut, passt schon wieder, Sprachlevel over 9000, total geil. Entweder bin ich zu schnell oder zu undeutlich, wie immer. Ich erzähl schon mal, was im letzten Part passiert ist. Im letzten Part haben wir die ferne Zukunft gerockt und haben Edgar einmal mehr den Arsch aufgerissen, wie es sich auch gehört. Und jetzt, Freunde, gehen wir ab ins nächste Level und wir haben die Hälfte jetzt schon hinter uns. Jetzt wird es Zeit, das Mittelalter auseinanderzunehmen. Also, wisst ihr, was Mittelalter ist, Freunde? Rüstungen, Prolle, Könige. Desto gut genährter, desto mehr stehen die Frauen drauf. So war es im Mittelalter früher. Und, ja. Und Magier vor allen Dingen. Merlin und Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Ich bin mal gespannt, was im Mittelalter so alles passieren wird. Seid dabei? Ich auch. Wir starten jetzt und wir schauen uns das ganze Spiel jetzt mal an. Achtung. Ohne Werbung, cool. Und wir starten ins erste Level in 3. Geil, ich sag 3 und sage 1. 3, 2, 1. So, dann schauen wir mal, was das gute Mittelalter für uns mit uns bereithält. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Niemand benutzt den Elf, wir sind einfach im dunklen Zeitalter angekommen. Geil. Der Mond scheint. Wer muss Licht wieder an, Alter? Geil. Klingt irgendwie düster. Allerdings, meiner Nachforschung zufolge hat in dieser Gegend eine Pest gewütet. Und es fallen auch keine Sonnen mehr vom Himmel. Wir müssen mit dieser Gegend doch aufhellen können. Ich hab's. Wir brauchen Sonnenpilze. Diese Jungs zaubern nicht nur jeden ein Lächeln aufs Gesicht. Sie produzieren auch mehr Sonne, je größer sie werden. Wirklich talentiert. Okay, also wir haben hier keine Sonnen über Nacht. Das ist also ein reines Nachtlevel, so wie es aussieht. Haben wir Sonnenpilze? Ja, wir haben Sonnenpilze. Das ist geil für uns. Wir wissen ja auch aus vorigen Ereignissen, dass Sonnenpilze recht gut sind. Das einzige Problem, was wir haben, wenn wir Pustepilze und so später da sind, die bleichen aus. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist. Wir werden es sehen. Und auch schön, wie die Pylonen einfach mal so Steinpylonen sind. Auch geil. Autobahnbau im Mittelalter. Steinpylonen. Ja, auch schlecht. Muss man achten, dass die Pferde nicht versehentlich in die falsche Spur kommen, dass es einen Pferdecrash gibt. Ah, total geil. Okay, gut. Also, wir haben den Sonnenpilz. Was könnten wir denn zu Sonnenpilzen nehmen? Ich würde mal gerne mal ein wenig von meinen alten Dingen mal weggehen. Und wieder mal auf altbewährtes gehen. Das heißt, wir nehmen jetzt den Duplinator mal mit. Hauen uns die Kirschbombe mal rein. Wir machen mal so Oldschool-Pflanzen versus Zombies. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Unseren Gott lassen wir mal weg. Wir nehmen die Cornerpulte. Die hatten wir jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr gehabt. Nehmen den Indurian mit. Übrigens, Indurian-Frucht, das ist die stinkendste Frucht der Welt, gell? Soweit ich weiß. Also die muss ja bestialisch sein. Dann das Drachenmäulchen. Und geheiligt sei der Jalapeno, Freunde! Ah, nee, Moment mal. Wir nehmen jetzt mal einfach mal die Feldrübe mit, weil wir die noch gar nicht ausgetestet haben. Genau, das ist eigentlich eine gute Idee. Und wir haben es anscheinend Krabsonsteine. Sehr schön. So. Die Musik ist auch total geil. So mit alter Fanfare und so. Ist bestimmt richtig cool. Und das Blöde an der Sache ist, wir kriegen wieder nur 25er, gell? Oh, die können wir sogar draufpflanzen, okay? Ah, die machen so Felder. Das ist geil. So Multifelder. Oh, geil, Alter. Da habe ich schon richtig gute Ideen dafür. Das wird lustig. Oh, aber nicht für die Zombies, sondern für uns, Baby. Das wird richtig geil. Und die Sonnenpilze sind sogar sehr schnell, sehe ich gerade, im Wachstum. Im ersten Teil haben die ein bisschen gebraucht, ey. Und ich habe gerade ein kleines Problem. Der Zombie kommt immer näher und ich kann nichts machen. Doch, ich kann was machen. Durian Power aktiviert! Durian aktiviert Durian Kräfte. Okay, nee, der war schlecht. Okay. Das heißt also, mit denen hier haben wir jetzt schon mal eine gute Reihe. Wir müssen auch jetzt auf unsere Sonnenblumen dann wahrscheinlich erstmal verzichten. Das ist auf der einen Seite nicht so schön. So, einmal hier ein Cornerpult hin. Der dürfte das eigentlich packen, wenn er den 2-3 Mal stunt. So. Oh, geil, ich liebe das, wenn die Butter fetzt, ey. So, perfekt. Auch all dieses mittelalterliche Knappen-Outfit. Knappen. Ja, Knappen. Ja. Boah, ich muss manchmal überlegen. Und, bin mal gespannt, was für Zombies uns begegnen werden. Also, wir wissen ja, es gibt ja auch Merlin-Zombies und so ein Scheiß. Also, die sind ja gespielt. Aber es
kannst du dich eigentlich nur um Stunden handeln. So, perfekt. Da mein Endurian, dass da nichts passieren kann. Der ist mir nämlich zu nah, der Typ. Den packt er hier alleine, da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Alle, die werden ja noch größer, die Pilze. Wie geil ist das denn? Ich bin schon mal gespannt. Da müssten die eigentlich noch mehr Sonnen geben, oder? Boah, 75, Alter. Geil. So, da mal ein Drachenmäulchen. Der kann mir nichts Flächenschaden machen. Weil das nicht gerade sehr gut ist. Da werden wir mal ein bisschen nachhelfen. Friss Feuer! Bam! Oh geil, die Grabsteine geben sogar Pflanzen ab. Sehr schön. Alter, da können wir ja richtig reinfleischen. Zack! Explosionskirchen. Kannst du mich immer drüber rüsten, das ist auch geil. Okay. So, die Front davon ist gut abgesichert fürs Erste. Kommst du denn ein bisschen nachhelfen, ist nie verkehrt. Weil, wie wir ja wissen, hat das Drachenmäulchen keine große Schlagkraft. Leider. Das wäre ja OP wie Sau, muss man dazu sagen, ne? Also die wäre ja da wirklich abartig stark. Okay. Boah, das ist aber geil, dass die 100 Sonnen geben. Da können wir richtig reinfeuern. Also das wird später raus für die Zombies nicht schön dann. Klatsch! komm, die schützen wir mal ein bisschen, damit nichts passieren kann. Dafür ist schließlich der geheiligte Endurian nicht da. Der keine Miene während der Schlacht verzieht. Was ein Soldat. Und hier unser Dings mit der geilen Elvis-Frisur. Unsere Vampir-Dinge, total geil. Wobei die aussehen wie Elvis, finde ich immer noch. Kann man alles sagen, was man will, das ist Elvis. Er lebt in Pflanzenform. geil. So. Alter, das ist hart. Oh, die machen sogar immer dasselbe, das ist gut. Boah, Alter. Das wird reinfleischen, aber frag nicht wie, ey. Und bumm. Volltruff, ey. Volltruff ist das geil. die feuern direkt, ey, wie Berserker. Das ist hammerhart. So, hier noch ein Durian, damit nichts passieren kann. So, wunderbar, wunderbar. Duplinator noch dahin. Desto mehr Feuerkraft, desto besser. So, da noch eine, aber die da gefährlich sind da unten, das ist ein bisschen viel. Macht mir dezent Sorgen. Also müssen wir die auch mal gleich mal aufhalten. Das ist sonst schlecht. So, perfekt. Unsere Feuerbataillon steht hier oben. Eiskalt und eisen. Geil. So. Ach, ich dachte, die wären aus Stein. Die sind doch aus Gummi, ey. Oh, Mann. Und der letzte ist down. Perfekt. Damit haben wir jetzt schon mal das erste Level im Mittelalter geschafft. Und wie ihr schon seht, Leute, es gibt nur 20 Level. Aber das macht mir ein bisschen Sorgen. Desto weniger Level, desto schwerer sind sie. Also gehe ich mal stark von aus. Ich hoffe es nicht. Es wird interessant werden. Vor allen Dingen denke ich mal wieder auch dieser fette Zombie, der kommt, dieser Königszombie. Bin schon 100% überzeugt, der ist 100% aus dem Mittelalter. Also da kann man ja... Ich habe wahrscheinlich recht, gell? 100%, ey. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, wenn er irgendwo in juristischen Moor oder so kam. Produziert mit der Zeit mehr Sonne. Der Sonnenpilz, ein alter Begleiter, den wir noch gut in Erinnerung haben. So, und weiter geht's. Ich hoffe, die kurze Unterbrechung, die fällt keinem auf. Ansonsten muss ich am Schnitt was ändern. So, Nummer 2. Die Reise von Arcadia ins Mittelalter. Jetzt haben wir sogar den Pustepilz. Oh, das ist gut. Da können wir uns am Anfang wirklich nur darauf konzentrieren, unsere Dings hier zu machen. Und jetzt, wo ist dieser Sonnenpilz eigentlich? Ah, ne, den haben wir schon aus. Ich bin auch schon bescheuert. Den haben wir schon. Okay, der Pustepilz ist mit am Start. Wir nehmen jetzt auf alle Fälle ein bisschen für die Verteidigung unsere Hochwallnuss mit. Die hatten wir auch schon ewig nicht mehr im Team. Wir bleiben aber beim Duplinator und beim Drachenmäulchen, das hat sich gut ergeben. Dann nehme ich noch den geheiligten Pack Scheu mit den Fäusten Gottes. Und... Boah, was könnten wir denn noch nehmen? Eigentlich sind wir jetzt schon überpowered, ey, bis zum Exodus. Ah, die Kirschbombe, komm, die hat sich gut erwiesen. Ich will nicht immer nur auf Blitzschlief gehen, Leute, sonst würde es hier so eintönen, wenn wir immer nur dieselben Pflanzen nutzen.
Natürlich, wenn es sinnvoll ist, welches auch weiterhin tun. Ne? So. Das ist geil, die Welt ist auch schlecht. Hammer hat alles. So, wo kommt der erste Kamerad? Der kommt da unten. Sehr schön. Sitzen wir den mal hier davor. Hä? Die sind ja eigentlich recht schnell in der Wiederbeschaffung. Und einen setzen wir da hin. Der kann zwar aufs Grab ballern, aber das ist ja egal dann. Geht ja nur um die Verteidigung hier. So. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, weil da das Grab so blöd steht. Okay, das könnte dezent wehtun gleich. Ja, und die Pustepilze bleichen ab. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. So, und du dahin, jawohl. Dann noch eine zur Sicherung. Und die halten gar nichts aus. Das ist auch schön. Okay. Passt, passt. Also die haben sich nicht geändert. Nicht sonderlich viel zu vorher. So, dann gehen wir mal in die Offensive. Einmal hier. Boah, das hat sich ja als richtig geil herausgestellt. Jawohl, und die Sonne nehme ich ganz gerne mit hier. Die sind natürlich vom großen Nutzen. So, dann fangen wir mal an. Wir setzen mal hier die untere Reihe. Setzen da hier im Duplinator hin, weil da nämlich ein Eimer-Zombie ist. Und der Eimer-Zombie, der macht mir überhaupt keinen Spaß gerade. So, und ich glaube, wir matzen hier mal die Gräber jetzt erstmal weg. Alter, die Gräber sind ätzend, ohne Witz. So, der dürfte es da unten eigentlich packen. Da noch einer hin. Dann sind die beiden, der eine zumindest eigentlich überfällig, der verschwindet jetzt eh. Okay, da jetzt noch einer hin. Ich will mal verstärkt wieder auf unsere Duplinatoren setzen, generell auf unsere Artillerie hier. So, du dahin. Okay, jetzt haben wir den da oben übersehen, das ist schlecht. Da ist jetzt mein Pustepilz hin, der ist ja eh schon angeschlagen. Na, und jawohl, perfekt. Sieht schon mal recht gut aus. Wir könnten da theoretisch in der nächsten Runde mal unser Zunderholz wieder mitnehmen. Das Scheißding hat da wenigstens auch mal was zu tun. Okay. Ja, der Eimer-Zombie da oben, der macht mir gerade ein bisschen dezent Sorgen. Allerdings Klatsch sitzt Beifall! Klatsch, 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 Achtung! 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 Klatsch, Klatsch, Klatsch! Synchronschlägerei! Yeah! Geil! Okay, das ist... Okay. Oh, der Oma hat sogar überlebt, das finde ich gut. So, Hauptsache mal, die haben was zu tun, ey, echt. Die haben die letzte Zeit nackig zu wenig gehabt. So, da noch einer hin, damit der schon mal gesichert ist. Der Packschau ist wirklich nur zur Verteidigung. Falls mal durchfräsen. Perfekt. So. Komm, wir machen mal ein bisschen Sonnenpower. Dass es immer ein bisschen schneller von statten geht. So, der hockt so schön in der Mitte wie so ein richtiger Zuhälter. Wie so ein richtiger, ich wollte schon sagen Zuhälter, aber jetzt ist er nicht richtig ganz. Das ist so geil, die knippeln einfach auf alles, Alter. Ach, wie kann man die Dinge nur so feiern, ey. Das frage ich mich wirklich ab und zu mal. So, schauen wir mal weg. Zack. Und der allmächtige Fahnenzombie mit seiner geheiligten Fahne des Todes. Ja, geil. Und. Ah, schade, ich dachte Headshot. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir nehmen in der nächsten Runde unser Zunderholz mit, Freunde. Das kann. Allein schon, wenn wir hier diesen Sonnenboost haben, ist das geil. Okay, ich wollte gerade ein bisschen nachhelfen, aber das war ja doch nicht nötig gewesen. Und wir haben den Pustepilz erhalten, Baby. Ja, so langsam geht's Richtung altbewährtes. Also, ich bin jetzt mal gespannt, was noch an Pflanzen noch so kommt. Ich meine, ich glaube, wir haben vorneweg. Weiß nicht, habe ich euch gezeigt? Ich glaube, man kann vorneweg schon ansehen, was kommt. Aber ist ja auch egal. Das ist, lassen wir uns überraschen. Wir können es eh nicht, wir müssen uns eh durchboxen. Da kann man auch überrascht bleiben. So, perfekt. Der Pustepilz, nahe Distanzschütze, lebt für begrenzte Zeit. Also so ein Eintagspilz. Geil. So, und wenn die Werbung jetzt nicht unterbricht, sehen wir uns gleich im nächsten Level. Und da hat uns die Werbung unterbrochen, Freunde. Okay, es ist so dumm, weil ich immer versuche, so einen Stampel zu kriegen irgendwie. Aber gut, was soll's. So, wir haben da einen kleinen Priestergnom. Sieht für mich zumindest aus wie Bruder Tuck in hässlich noch dazu. Okay, wir haben jetzt den Sonnenpilz und wir haben jetzt den Pustepilz. Wo sind sie? Einmal hier, den setzen wir gleich mal dahin und den setzen wir auch gleich dahin, dass wir den gleich oben haben. Ich glaube, wir könnten noch mal so ein paar andere Pflanzen. Die Zwiebel zum Beispiel, die kicken wir jetzt mal runter. Die, was haben wir noch?
Unser Mango und Mangler kriegen wir mal runter. Den brauchen wir auch im Moment nicht, obwohl es nicht heißt, dass wir nicht einsetzen würden. So, okay. Und die heiße Kartoffel, ich glaube, die ist nicht mehr notwendig. Gut. Wir nehmen jetzt erstmal unser Zunderholz mit, wie ich eben schon gesagt habe. Dann nehmen wir auf jeden Fall unser Duplinator mit. Das ist geil. Die Kirschbombe hat sich gut erwiesen. Und wir nehmen den Bud Spencer der Pflanzen mit, unseren Pak Choi. Und dann könnten wir theoretisch noch, was könnten wir denn noch machen? Wir haben es eigentlich nicht gerade mit sehr starken Gegnern zu tun. Irgendwas aus der Zukunft vielleicht, die Unendnuss oder so. Eigentlich uninteressant, weil ja unser Zunderholz ja schon eine Verteidigungspflanze ist. Aber ich glaube, wir nehmen mal den Jalapeno mit, falls es mal wirklich abartig in die Hose geht. So, alles klar. Pflanzen gesetzt, Achtung, fertig, ready, go! Pflanzen, Baby! Yeah! Pflanzenpower aktiviert! Ach Mann, ich bin voll am Arsch, ey. Ich weiß auch nicht. Ich habe das letzte Mal Mario Kart gespielt wieder, ey. Ich habe da voll auf die Fresse gekriegt, also dementsprechend bin ich wieder gut gelaunt, wenn ich das hier spiele. So, du dahin für die Verteidigung am Anfang. Sehr gut, der erste wächst schon. Du dahin, wir machen das wie früher im allerersten Teil für Pflanzen des Zombies. Zwei Reihen sind mehr effektiv. Und bis jetzt kam auch nur ein Zombie. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich glaube dezent, ja. Aber vielleicht ist es auch ungegründet. So, du dahin. Das ist natürlich dumm, weil er so blöd kommt, ey. Da noch einer hin. Und eventuell noch da einer hin. Egal, ob die das Ding sprengen oder nicht. Aber Hauptsache, der Zombie kommt nicht durch. Okay, und die steigen aus den Gräben. Das ist auch schön. Das ist nice. Ja. Kleine dezente Grund zur Panik. So. Einmal da. Wir helfen mal ein bisschen nach jetzt. So, perfekt. Du dahin. Der Kampfzwerg aus der Abteilung macht mir keine Probleme. Und tschüss. Perfekt. So, du dahin. Da oben kommt schon ein Zombie. Der geht mir jetzt schon natürlich ganz schön auf die Klötze. Da helfen mir mal ganz dezent ein bisschen nach. Ich bräuchte mal ein bisschen mehr Sonnenpower. Dankeschön. Dann kann der Pilz nämlich weg. Und dann setzen wir den nur noch da ein, wo es gerade brennt. So, perfekt. Und da der nächste. Und ich will die gar nicht so weit hinten ansetzen. So, den dürfte eigentlich packen, oder? Okay, sorry, da war irgendwas wieder aufgeploppt. Ab und zu mal kann das passieren, es geht mal ganz schön auf den Sack, ehrlich gesagt. Ich glaube, da helfen wir nach. So, einmal hier. Genau, das ist eine gute Idee, die so weit vorne hinzusetzen, das ist gut. So, und jetzt noch ein bisschen Feuer. Hier unten wird es nämlich ein bisschen brenzlig gerade, jetzt gibt es erstmal Schelle. Bam, bam, klatsch, 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 klatsch. Ist so geil. Einfach mal so doppelt Kinn hackt, ey. Das ist einfach nur abartig, ey. Ohne Scheiß. Was soll denn der Scheiß alles mit dem Rotz? Sorry, Leute, das ist nicht beabsichtigt. Ich hoffe, dass es auch schnell auf den Sack geht. Mir geht's nämlich auf den Sack. Warum, weshalb, keine Ahnung. So. Ist neuerdings so eine Macke am PC. Ich hatte das noch nie. So, perfekto. Das läuft schon mal. Der kann schon mal das Grab wieder knüppeln. So mit dem Kinnhaken. Duff, das Grab scheppert, ey. Geil. So, euch hauen wir so weg. Damit der Jalapeno auch mal was zu tun hat. Perfekt. Nice. So. Ja, da brauchen wir die Unterstützung Gottes hier. Der Knüppel war voll drauf, ey. Das ist so geil. Das ist einfach nur so geil. Das ist hammerhart, Alter. Ach, Mann, ey, wie ich den liebe. So, hier noch ein bisschen Starthilfe zum Schluss, zum Anfang. Damit es auch schön wehtut. Die schauen wir so weg. Und die schauen wir auch so weg. Jawoll, sehr schön. Altbewährt hilft doch wirklich gut immer. Man sollte wirklich nicht die alten Pflanzen unterschätzen, die wir alle schon hatten. So, irgendwas ist eben wieder passiert, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht was. Ich habe zumindest so ein Blinken eben im Kopf. Aber vielleicht bin ich auch einfach bescheuert. Ich weiß es nicht.
Jawohl. Eifer des Gefechtes noch geopfert, mein lieber Freund. Dafür kriegst du den Ritterschlag, Baby zu Nolz. So. Wunderbar. Ihr habt ja gesehen, man kann auch mit wenig Pflanzen viel bewirken, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so für schlecht, die Strategie im Moment. So, wieder mal ein Sack voller Münzen. Achtung, Werbung. Irgendwie habe ich den siebten Sinn mittlerweile für sowas, aber es ist schon interessant, mit was man alles zugespammt wird an Werbung. Oh, mein Zukunfts-Ich! Meine Damen, zufolge war das Mittelalter an der Zeit geistigen Verfalls und womöglich ein guter Zeitpunkt, die Überzeugung und Kräfte des Hypnopilzes für. Gute Idee, Penny. Bekehren wir diese Frevel und zwar auf die mittelalterliche. Pflanze diesen Pilz und die Zombies werden nicht vergessen, was sie gebissen hat. bis sie merken, dass es eine andere Zombie war. Unglaublich, oder? Der gute Hypnopilz ist weg der Erinnerung, Alter. Das ist total geil. Und wir haben mit Überleben an Start. Okay. Der Hypnopilz ist also dabei. Mal gucken, wann wir die kriegen. Oh, da ist er schon. Ging ja recht flott. Habe ich mir nicht so schnell vorgestellt. So, alles klar, Leute. Dann lasst uns beten. Oder die Zombies lassen sie beten. Wir setzen jetzt erstmal eine Reihe hier und eine Reihe da. Oh, geil, wir haben das Cola-Pult. Okay. Den heben wir uns mal auf, falls der nächste Zombie gleich kommt. Weil den Hypnopilz, den werden wir nämlich auch noch gleich nutzen. Sollte es eventuell ein bisschen tragisch werden. So, perfekt. Den hauen wir mal weg, das ist gut. Den setzen wir dahin, weil das ist ein bisschen blöd gerade. Du kommst dahin, wunderbar. Den Hypnopilz setzen wir aber trotzdem an. Schon mal wissen, was passiert dann. Alter, und Spam, immer weiter Gräber, ich werde bekloppt. So, dich setzen wir dahin, falls einer von den Spacken da durchkommt. Was wir auch mal probieren könnten. Ich habe jetzt keinen Plan, was mit dem Hypnopilz jetzt los ist. Aber ich denke mal, nichts Gutes für die Zombies. So. Ja, bis jetzt umgehauen hat mir schon nichts. Richtig. Alter! Geil! Geil! Normalerweise werden ja die normalen Zombies da einfach umgezwitscht, aber in dem Fall werden die zu Gargantuan, ey. Oh, und vor allem sieht man, wie fett der eigentlich ist. Der schwabbelt so richtig durch die Gegend, wie ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Hammer hat, ey. Ja, geil. Können wir Gargantuan kontrollieren? Das ist ja mal schön. Boah, direkt mit dem Holzhammer durchgeknüppelt, ey. Der sieht auch aus wie so ein richtiger Henke. Hat. So. Vor allen Dingen ist ein Hypnopilz immer eine gute Sache. Da sieht man auch mal die Stärke der Zombies. So. Perfekt. Das machen wir auch gleich nochmal dann. Weil hier unten habe ich schon 8 gegeben. Das wird jetzt gerade ein bisschen hektisch. Verdammt. Achtung, jetzt. Klatsch. Klatsch. Ja, das packt er noch gerade so, denke ich mal. Nee, das packt er nicht. Ah, verdammt, da war ich zu spät, ey. Bam! Das ist schon hart, ey. Alter, ist das geil. Mit dem Kakatua draufknüppeln, ey. So, und zack. Jawoll! Okay, der erste Rasenmäher ist gefallen, aber auch nur mal Schach gebe. Ich bin da zu sehr geflext eben gerade mit den Gargantuan, das finde ich einfach nur genial. So, ich frage mich, wenn der genug Schaden hat, ob der auch so einen kleinen Gnom dann schmeißt, ob der dann auch für uns kämpft. Eigentlich sehr interessant, die Frage, ne? So, den allmächtigen Eimer-Zombie nehmen wir unsere Fittiche, weil der könnte wehtun sonst. So. Und der nächste. Und noch einer. Wenn, dann holzen wir alles direkt nieder. Soweit. Eine Welle haben wir noch. Okay. Du willst mal Zeit, hier mal ein bisschen Wellen zu schlagen. Witz. So. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
kommst du alle Fälle dahin, weil deine Zombie nervt. So, das setzen wir das eine Garnitur, macht die alleine platt, da machst du mir keinen Kopf. Also geil, wie der einfach spawnt, ey. Hammerhart, ey, das ist so geil. Ja, der Zombie kommt mir ein bisschen zu nah gefährlich und die werden wir nicht packen. Und tschüss. Das mit dem automatischen Starter Rasenmäher finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn es wirklich mal richtig brenzlig wird. Nice. voll die Gargantua-Power in dem Laden, Alter. Das ist ja mal affengeil, ey. Und wir haben den alten Freund, den Stinkpilz erhalten, Freunde. Ein auch alter Kamerad, der, ja, richtig böse zur Sache gehen kann, würde ich mal sagen. Also der Stinkpilz ist... Stinkpilz! Verschießt Stinkwolke, die allen Zombies im Bereich schaden. Und der hat eine richtig geile Reichweite und haut voll rein. Also der ist wirklich zu unterschätzen. So, Werbung. Und da war sie, wie ich gesagt habe. So, alles klar. Boah, ein Level können wir noch machen. Diese düstere Mittelalter stinkt mir gewaltig. Ich glaube, ich werde krank davon. Nein, du bist einfach nur bescheuert. Benutze Delf, Gestanke mir mit Rangsinn gilt nicht als gesundheitsgefährlich. Aber apropos, ich denke, der Stinkpilz könnte uns hier nutzen. Sein Gestank ist nämlich real und gegen bestimmte Zombies genau die richtige Waffe. Ist ja üs. Sorry, Leute. Ist der Dufter. Mal schauen, ob die Zombies uns danach noch riechen können. Oh, Mama! So, alles klar. Und wir haben hier einen Narren. Den kennen wir doch aus einem unserer... Ah, verdammt. Das kann jetzt ein bisschen brutal werden, weil wir kennen ja den Narren aus einer der Piñatas, die wir mal gemacht haben. Der tut Geschosse zurückschießen. Nicht schön. So, Drachenmäulchen mal wieder mitnehmen, das war richtig gut. Jetzt nehme ich aber auch allerdings mal wieder zur Abwechslung mal den Stinkpilz, muss ich ja mitnehmen. Und wir können ihn upgraden, total schön. Machen wir auch sofort. Desto stärker, desto besser. So. Pilz kostet leider Diamanten. Okay, das wussten wir ja eigentlich, aber da haben wir gar nicht mehr dran gedacht. So, theoretisch können wir auch den Magnetpilz, aber wir haben keine Samen, den zu entriegeln, gell? Oh Mann, ey. Erbsen, das haben wir nicht, schade. Und das Ding können wir auch nicht entriegeln, die Sonnenbohne. Ja, es gibt noch so viele Leute, was wir holen könnten, ey. Und wir können es einfach nicht. Das ist einfach nur schade, ey. Guckt euch schon mal an, was wir alles machen könnten. Boah, ist das mies. Naja, gut. Okay, nützt alles nichts. Da müssen wir leider jetzt mit unseren altbewährten Pflanzen durch. Und die Hagelzuckererbse kostet, das ist natürlich auch schade. Okay, also Sonnenpilz, Duplinator, Kirschbombe, Drachenmäulchen, Stinkpilz, unseren Pustepilz für den Anfang. Und ich denke mal, wir nehmen mal die Lenkdistel mit. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist die andere Frage, aber ich habe da eine Idee. Mal schauen, ob es funktioniert. Diese dämliche Hofnadel ist nämlich echt ätzend. So. In aller Herrgottsfrühe blasen die Pilze zum Angriff. Hurra! So. Zum Glück kosten die Sonnenpilze nur 25. Ey, sonst hätten wir ein Problem. Ah. Ja, das ist schön, dass du dich immer ankündigst, dass die Zombies kommen, Baby. Nice. So, perfekt. So, den packt der so, dann machst du mir keinen Kopf. Weil der wirklich einfach nur mit Pilzen hier reinfeuern. Das ist hart. So. Ja, den packen die gerade so. Das ist nicht gut, ey. Okay. Wie gesagt, das Beste ist, wenn jetzt natürlich unsere... Okay, den packen die so nicht. Also den Pylon-Zombie packen die auf alle Fälle nicht. Das ist schade. Gut. Dafür haben wir die Stinkpilz-Armada. Der schießt über vier Felder. Ey, das ist nicht schlecht. So. Du dahin. Jawohl. Da können wir hier eigentlich eine Reihe setzen. Das ist gar nicht verkehrt. Weil ich hätte nämlich hinten ganz gerne Denklisteln. Und er hat den Stinkpilz gefressen. Ja, geil! Mann, sowas lobe ich mir doch. Ich glaube, wir helfen mal ein bisschen nach hier erstmal einmal dahin. Hier können wir mal schön die Gräber wegknallen. So. Oh, perfekt, Sonnen. So, euch machen wir mit Kirschbomben weg. Mit Kirschbomben mache ich euch weg. Zack.
Perfekt. Wir können schön im Schlasch den nächsten setzen, weil da diese dumme Hofnaschen kommt. Hinten dran setzen wir die Stinkmorscheln, die Stinkpilze. Oh, Stinkmorscheln wären natürlich auch geil, gell? Okay. Ich glaube auch, dass die Stinkpilze, so wie es aussieht, auch die natürliche Verteidigung sind gegen die Zombies da. Kann ich mir eigentlich alles nicht vorstellen. So, du dahin. Weil der ist nämlich gleich weg vom Fenster. So, perfekt. Du dahin. Für außen. Dann ist eigentlich fast überall schon gesichert. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch hier in der Mitte irgendwie das Ding wegkriegen. So, du dahin, damit ihr euch mal schützt. Gegenseitig. Euch holzen wir jetzt weg. Hier kommt nämlich ganz gefälscht nah gerade. Das ist nicht schön. So, und einmal hier die Lenkdistel. Genau deswegen hätte ich die nämlich gerne. Die ist saustark, ey. Die sollten wir nicht unterschätzen. So, perfekt. Du dahin, jawohl. Ja, der Eimer-Zombie ist jetzt natürlich ein Problem, ne? Ja, Eimer-Zombie tut weh. Ja, und es war mir klar, du nutzt jetzt hier die Dinge, um gegenzuschießen, ey. Alter, diese Hofnamen sind übel. Sehr schön. So, da muss man die Lenkdistel ran. Perfekt. Alter. Die schießen auch alles zurück, ey. Eins ist schon mal klar, vor diesem Hofnah-Zombie müssen wir uns voll in Acht nehmen. Der ist nicht toll. Überhaupt nicht. Geschosse zurückschießen, gell, merke ich gerade. Boah, Mann, ist das böse. Okay, Leute, ich glaube, wir haben einen Zombie getroffen, der uns wirklich richtig Probleme macht. Dieser Hofnah-Zombie, oder dieser Deppen-Zombie, sag ich jetzt mal, der ist sehr gefährlich. Also, der tut wirklich so, ich habe gedacht, die Lenkdistel könnte er nicht wegmachen, weil es ja eine Sonnenpflanze ist. Die Drachenmäulchen schaffen es zwar, den anzugreifen, weil sie keine Projektile schießen. Also alles, was Projektile schießt, wird von diesem Bastard einfach in die Tür geknallt. Da müssen wir uns in Zukunft mal überlegen, wie wir das am besten machen. Also die Stinkmäulchen packt er. Das ist nicht ohne, ey. Also das heißt, wir können mit den Duplinatoren nicht weiter hantieren. Schade. Schade einfach nur. Ah ja, gut. Komm, gucken wir nochmal, was das hier macht. 5 Abenteuerlevel haben wir bestanden, jawoll. Leider kein Samenpäckchen gehabt, Arena-Party müssen wir noch machen und wir nehmen noch Kritis in Anspruch. Der billige kleine Sonnenpilz, sonnenschädig Sonnen ab, jawoll. So, was haben wir? Samen für den Sonnenpilz, sehr schön. Was haben wir hier? Oh, Samen für den Sonnenpilz, sehr schön. Dann können wir den auch noch aufrüsten. Nice. So, vom Reiseklotz. Ich finde es immer noch geil, der Reiseklotz. Ein Baumstumpf mit Sonnenbrille, das ist wirklich geil, Alter. So, dann gehen wir mal zurück zur Karte. Ja, und da wollte ich zurück zur Karte sagen und da bin ich abgehackt worden durch die blöde Werbung. Okay. Gut. Auch immer schön, wie der Hintergrund hier aussieht, ne? Oh, da ist ja schon die Sonnenbohne, nice. So, was haben wir denn hier? Wir haben nicht viele Level, aber es könnte anstrengend werden. Oh, geil, wir kriegen sogar unser Magnetpilz, das finde ich schön. So, 20 Level, die es wahrscheinlich in sich haben. Alles klar. Aber wir sind trotzdem gut weit gekommen, Leute. Wir haben die ersten 5 Level hinter uns gebracht. Auch schön, wie er mitten einfach zwischen den Bäumen auf irgendeiner Insel im Himmel einfach mal das Haus steht. Ne? Der hat wirklich in jeder Epoche irgendein Haus, wo er einfach... geil. Total geil. Okay, Leute. Damit würde ich mal sagen, das Thema ist soweit durch. Wir sehen uns im nächsten Part von Pflanzen vs. Zombies wieder. Ich bin euer Kenia Supreme. Oben kommt ihr zum letzten Part, wo wir die feine Zukunft Edgar den Arsch aufgerissen haben. Rechts kommt ihr zum...
Genau, rechts kommen wir zum nächsten Part, wo wir weiterhin im Mittelalter weiter hantieren. Und damit würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.